Ihr wollt, dass wir von Übermensch Audiobooks mehr Hörbücher zu diesem Thema hochladen? Dann lasst es uns mit einem Daumen hoch wissen. Oder interessiert ihr euch vielleicht für ein anderes Thema? Schreibt uns einen Kommentar. Jeden Samstag um 15 Uhr laden wir ein neues Hörbuch hoch, also abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Jetzt aber erst einmal viel Spaß mit dem neuen Hörbuch. SWR 2 Wissen. Mike Wallace, Ayn Rand, 225-1. I've practiced this all my life. Hier ist Mike Wallace mit einer neuen Ausgabe des Fernsehporträts aus unserer Reihe Interessante Persönlichkeiten. Im Verlauf der Geschichte sind viele politische und philosophische Bewegungen entstanden. Die meisten sind wieder verschwunden. Einige allerdings, wie Demokratie oder Kommunismus, haben sich behauptet. Sie entfalten ihre Wirkung überall in der Welt. Die vielleicht provokativste und ungewöhnlichste neue Philosophie wurde hier in den Vereinigten Staaten durch eine Romanautorin entwickelt, Ayn Rand. Miss Rands Ansichten sind noch vergleichsweise unbekannt, aber wenn sie sich jemals etablieren sollten, würden sie unser Leben revolutionieren. Idol rechter US-Republikaner. Ayn Rand und der entfesselte Kapitalismus. Eine Sendung von Stefan Fuchs. Ich möchte mit einem Zitat aus einer Kritik ihres Romans Atlas wirft die Welt ab beginnen. Danach sind sie dabei, praktisch alle Institutionen des American Way of Life zu zerstören. Unsere jüdisch-christliche Religion, unsere soziale Marktwirtschaft, unser politisches System der Mehrheitsentscheidungen. Trifft diese Kritik zu? Yes. I agree with the facts, but not the estimates of this criticism. Ich stimme dieser Beschreibung zu. Ich kritisiere die Moral der Nächstenliebe. Vor allem aber bin ich die Schöpferin einer neuen Ethik, die man bisher nicht für möglich gehalten hat. I am primarily the creator of a new code of morality. Eine Moral, die nicht auf Glauben, nicht auf zufälligen Launen, nicht auf Emotionen, nicht auf willkürlichen Geboten, sondern ausschließlich auf der Vernunft beruht. Eine Moral, die logisch bewiesen werden kann. An Selbstbewusstsein mangelt es Ayn Rand nicht. Als sie 1959 dem Fernsehjournalisten Mike Wallace gegenüber sitzt, weiß sie, dass ihre Aussagen die Mehrheit der Amerikaner schockieren werden. Mit atemberaubender Arroganz wischt sie 2000 Jahre Philosophiegeschichte beiseite. Schauen Sie sich die Resultate an, erklärt sie dem um Fassung bemühten Journalisten. Jetzt ist der Augenblick gekommen für eine Befreiung der Welt. Ihre Philosophie werde diese Befreiung möglich machen. Sie sei nichts anderes als die vollendete Aufklärung. Ayn Rand hat einen Begriff dafür: Objektivismus. Die Wirklichkeit bestehe aus unveränderlichen Fakten. Eherne Naturgesetze bestimmten Natur und Gesellschaft. Die menschliche Vernunft könne und müsse diese unveränderliche Realität erkennen, wenn sie im Überlebenskampf bestehen wolle. Objektivismus reduziert die Wirtschaft zu einem quasi physikalischen System, in dem politische Gestaltung kategorisch ausgeschlossen bleibt. Ich bin für ein absolut freies Wirtschaftssystem ohne Regulierungen. Ich bin für die Trennung von Staat und Wirtschaft. Genauso wie die Trennung von Kirche und Staat das friedliche Zusammenleben der Religionen ermöglicht, wird die Verbannung der Politik aus der Wirtschaft, der Verzicht auf Regulierung von Produktion und Handel, zur friedlichen Zusammenarbeit, zu Harmonie und Gerechtigkeit zwischen den Menschen führen. Mit ihrem slawischen Akzent und ihren harten Gesichtszügen unter den kurzgeschnittenen, dunklen Haaren wirkt die russische Emigrantin auf die US-amerikanischen Fernsehzuschauer wie eine Erscheinung aus einer anderen Welt. When you're wondering what to do, let's go! Go bowling! Das Amerika, zu dem Ayn Rand 1959 spricht, wird von den sozialen Reformen des New Deal bestimmt. Um die katastrophalen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise von 1929 zu lindern,
hatte der demokratische Präsident Franklin Delano Roosevelt in 4 Amtszeiten die USA fast in einen Wohlfahrtsstaat europäischer Prägung verwandelt. Gewerkschaften sind per Gesetz legitimiert, die Banken reguliert. In den 50er Jahren erfreut sich die Mittelklasse zunehmenden Wohlstandes. Man versammelt sich vor dem Fernseher und träumt von Glück und grenzenlosem Konsum in einer intakten Familie. Wer in einem der großen US-Konzerne arbeitet, darf auf lebenslange Beschäftigung und Fürsorge durch das Unternehmen hoffen. Ein Lebensgefühl, als gäbe es keine sozialen Klassen. Konformistisch, vielleicht spießbürgerlich, aber Lichtjahre entfernt von den atemberaubenden sozialen Ungleichgewichten der Gegenwart. Tatsächlich flieht Ayn Rand aus der schneidenden Kälte der russischen Revolution. 1905, als Alissa Sinowjewna Rosenbaum in St. Petersburg in eine wohlhabende jüdische Familie geboren, erlebt sie als 13-Jährige die abrupte Zerstörung ihrer bürgerlichen Existenz. Soldaten der Roten Armee enteignen die Apotheke ihres Vaters. Die Familie flieht im Chaos des russischen Bürgerkriegs auf die Krim und kehrt schließlich resigniert ins hungernde Petersburg zurück. Allein wandert Ayn Rand schließlich mit 21 Jahren in die USA aus. Das Exil zerschneidet alle Bande mit der zurückgebliebenen Familie. Der Glamour Hollywoods in den 20er Jahren ist der Wirklichkeit gewordene amerikanische Traum. Alles scheint möglich. Heute Sekretärin, morgen Filmstar. Ayn Rand versucht, im Umkreis der Filmstudios Fuß zu fassen. Mit eiserner Disziplin eignet sie sich die englische Sprache an. Sie will sich in die Phalanx der Drehbuchautoren einreihen. Erste Texte bleiben unbeachtet. Die Geschichten ihrer traumatischen Erfahrungen mit der russischen Revolution liegen quer zum Zeitgeist. Sie muss sich mit Jobs in der Verwaltung über Wasser halten. Im Hexenkessel der kalifornischen Filmindustrie mit ihren abrupten Karrieresprüngen entwickelt sich allmählich die Radikalität ihres Denkens. Am Ende gleicht es einem begeisterten Ja zur destruktiven Rolle, die Marx und Engels der Bourgeoisie im Kapitalismus zugeschrieben haben. Die Bourgeoisie hat kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übrig gelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose bare Zahlung. Sie hat den heiligen Schauer der frommen Schwärmerei, der ritterlichen Begeisterung, der spießbürgerlichen Wehmut in dem eiskalten Wasser egoistischer Berechnung ertränkt. Sie hat dem Familienverhältnis seinen rührend sentimentalen Schleier abgerissen und es auf ein reines Geldverhältnis zurückgeführt. Ayn Rand belongs to the people who are what I call over-orthodox. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek bezeichnet sich als einen der letzten verbliebenen Marxisten. Für ihn sind die Texte Ayn Rands ein überraschend offenherziges Manifest des entfesselten Kapitalismus. Ayn Rand gehört zu den Überangepassten. Radikale Konformisten, die die verborgenen Voraussetzungen der herrschenden Ideologie in so klarer und hemmungsloser Weise zum Ausdruck bringen, dass es für diese Ideologie unerträglich wird. Vielleicht waren es die Erfahrungen im sowjetischen Russland, die es ihr möglich machten, den phantasmagorischen Kern des amerikanischen Kapitalismus so offen auszusprechen. Diesen rationalistischen Egozentrismus, diese Mitleidslosigkeit, indem sie den harten Kern der liberalen kapitalistischen Ideologie artikuliert, bringt sie sie in Verlegenheit. Die Verlegenheit sollte nicht lange andauern. In den 50er Jahren aber ist es vor allem Ayn Rands kompromissloser Atheismus, der die christlich geprägte politische Rechte in den USA verstört. Staunend, fast ungläubig und doch irgendwie fasziniert beobachten sie ihren Versuch einer moralphilosophischen Rechtfertigung des gottlosen Kapitalismus. Das Dollarzeichen wird zum blasphemischen Symbol dieses nackten Kapitalismus, der Schluss machen will mit dem schlechten Gewissen seiner Vertreter. Ayn Rand ist sich ihrer Rolle durchaus bewusst. Wie die Priesterin eines heidnischen Kultes trägt sie das vom Doppelstrich gekreuzte S als Schmuck auf ihren langen schwarzen Roben.
In ihren Romanen wird es zum geheimen Erkennungszeichen einer verschworenen Gemeinschaft. Anhänger der neuen, grenzenlose Vitalität verheißenden Religion des Kapitalismus. Diese Verabsolutierung des Ökonomischen kommt in diesem Dollarzeichen massiv zum Ausdruck als Symbol für das Geld als Quelle allen Guten, als Tauschmittel, als Innovation, dass Menschen grundsätzlich als Händler auftreten, Werte tauschen, ob es ökonomische Werte sind, ob es finanzielle Werte sind, ob es emotionale Werte sind in einer Liebesbeziehung. Der Politikwissenschaftler Christian Wildhagen hat zu Ayn Rand eine der wenigen Studien in Deutschland vorgelegt. Also dieses Dollarzeichen ist Symbol für mehr als nur diesen rein ökonomischen Kontext. Sie als Atheistin hat sich natürlich auch in Anlehnung an Nietzsche ganz stark gegen einen Gott ausgesprochen. Und dieses Dollarzeichen ist das Ersatzsymbol für das Kreuz, das auch ihre Anhänger dann getragen haben und nach wie vor tragen. Ayn Rand und ihren Anhängern produktiver Elite geht es nicht mehr nur um die Trennung von Wirtschaft und Politik. In Wahrheit wollen sie die uneingeschränkte Herrschaft des ökonomischen Prinzips in allen Bereichen des Lebens. Die Sache ist die, meine Damen und Herren. Gier ist gut, solange wir keine bessere Welt haben. Gier ist richtig. Gier funktioniert. Gier schafft klare Verhältnisse, dringt bis zum Kern, verkörpert den Geist der Evolution. Gier in all ihren Formen. Gier nach Leben, nach Geld, nach Liebe. Gier nach Wissen. Gier hat den Fortschritt der Menschheit begleitet. Und Gier wird auch dieses schlecht funktionierende Unternehmen retten, das wir die USA nennen. In Ayn Rands zweitem Roman Atlas Shrugged finden sich, wie in einem Brennglas, alle Versatzstücke des neoliberalen Denkens. Atlas wirft die Welt ab, erscheint 1957. Das über 1000 Seiten umfassende Buch ist in den USA zur Bibel der sogenannten Libertarians geworden. Eine Weltanschauung, deren Namen man mit dem Etikett Libertarismus nur annähernd ins Deutsche übersetzen kann. Sie beruft sich auf eine lange amerikanische Tradition. Insgesamt ist die zentrale Vorstellung der Libertarians die des Eigeninteresses. Und das geht zurück bis ins 18. Jahrhundert. Die Leute kommen nach Amerika, um ihr Eigeninteresse zu verfolgen. Der Amerikanist Winfried Herget lehrt in Harvard und in Mainz. Eigeninteresse in dem Sinne, dass man nicht zum Nutzen eines anderen arbeitet, nicht zum Nutzen des Staates oder der Monarchie, Steuerabgaben, und nicht zu Nutzen der Kirche. Und dann wird weiter formuliert, das ist bei Ayn Rand genauso, der Mensch ist von Natur aus eigensüchtig. Und das muss bedacht werden, wenn man Gesellschaft organisiert. Das ist zunächst einfach diese Befreiung von einem feudalistischen Gesellschaftsmodell. We hold these truths to be self-evident. That all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights. Die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten garantiert jedem Bürger das unveräußerliche Recht auf ein Streben nach individuellem Glück. Das Konzept Pursuit of Happiness wird im 20. und 21. Jahrhundert zum Kern des radikal individualistischen Glaubensbekenntnisses der Libertarians. Die Gründungsväter der Vereinigten Staaten verstanden im 18. Jahrhundert allerdings etwas anderes darunter. Schaut man sich die schottische Aufklärung an und deren Einfluss wird dieser Tage besonders hochgeschätzt für die Interpretation etwa der Declaration of Independence, dann ist Happiness immer auf Gemeinwohl bezogen. Und die ultimative Happiness ist die, dass der andere happy ist. Das heißt, was mich happy macht, ist die Happiness des anderen. Das hat interessante Konsequenzen im 19. Jahrhundert, wo man nämlich sagt, okay, wenn ich davon abhänge, dass der andere happy ist, dann sorge ich dafür, dass der happy ist. Dann schreibe ich auch gewisse Dinge vor oder definiere, was Happiness ist. Meine These ist, dass die Amerikaner sehr stark versuchen, die Welt und die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts mit der Rhetorik des 18. Jahrhunderts zu gestalten.
Der Linguist Noam Chomsky ist zum Inbegriff des kritischen Intellektuellen in den Vereinigten Staaten geworden. Er bezeichnet sich selbst als sozialistischen Libertarian und beruft sich dabei auf den schottischen Aufklärer Adam Smith. In den USA bedeuten die Begriffe das Gegenteil von dem, was sie überall sonst im Verlauf der Geschichte bedeutet haben. Das ist ein Symptom für die Perversität der amerikanischen Kultur. Completely unaccountable. You're inside one of these institutions, you take orders from above, you hand it down below. Hier steht Libertarian für die Propagandisten einer totalen Tyrannei. Die Macht wird in die Hände privater Tyrannen gelegt, die keinerlei Rechenschaft für ihr Tun ablegen müssen. Heute ist die Tyrannei der mächtigen globalen Unternehmen schlimmer als die staatliche Tyrannei. Adam Smith knüpfte den Laissez-faire-Kapitalismus an bestimmte Voraussetzungen, dass nämlich völlig freie Märkte zur Gleichheit der Marktteilnehmer führen würden. Das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Im Übrigen hat sich keine der großen Industrienationen ohne massive staatliche Interventionen entwickelt. Der absolut freie Markt ist also ein Mythos der Wirtschaftsgeschichte, über den man nicht reden muss, weil er nie existiert hat und nie existieren wird. Außer für Ayn Rand und ihre Jünger. So we don't have to talk about that because it's non-existent, it never will exist, except for people who have it rammed down their throats. Die Menschen können sich natürlich frei entscheiden, ob sie das Überleben der Menschheit zur Basis ihrer Moral und ihrer Gesetze machen wollen oder nicht. Aber das befreit nicht von der Tatsache, dass die Alternative eine kannibalistische Gesellschaft ist, die eine Weile überleben kann, indem sie ihre Besten verschlingt und die wie ein vom Krebs zerfressener Körper zusammenbricht, wenn die Gesunden durch die Kranken verzehrt, wenn die Rationalen von den Irrationalen verschlungen wurden. Atlas Shrugged führt in ein düsteres Amerika. Überall Zeichen des wirtschaftlichen Verfalls. Verlassene Industrieanlagen, verwilderte Farmen. Eine geheimnisvolle Passivität hat die Menschen ergriffen. Sie wirken wie Zombies, unfähig Entscheidungen zu treffen. Ein monströs korruptes politisches System in Washington treibt das Land mit unsinnigen Gesetzen immer tiefer in die ökonomische Katastrophe. Sie sah die Skelette der Fabriken mit zerbröckelnden Schornsteinen, die Kadaver von Geschäften mit zerbrochenen Fensterscheiben, die schiefen Pfosten mit zerfetztem Draht. Die weibliche Protagonistin des Romans ist Erbin eines der großen Eisenbahnkonzerne der Vereinigten Staaten. Als rund um die Uhr arbeitende Managerin kämpft sie ebenso heroisch wie vergeblich gegen den allgemeinen Verfall. Die Katastrophe, in die Ayn Rands fiktives Amerika schlittert, wird verursacht durch die Institutionen des New Deal. Europa ist in Atlas Shrugged schon lange zu einer Ansammlung hungerleidender Volksrepubliken verkommen. Im Sozialstaat sieht Ayn Rand die Wurzel aller Übel. Dass dieses Bild im direkten Widerspruch zum allgemeinen Wohlstand der 50er Jahre steht, schert sie wenig. Sie verlegt die finstere Szenerie in eine unbestimmte Zukunft. Denn die Krise des Sozialstaats bildet die unverzichtbare Kontrastfolie für ihre produktive Elite des Kapitalismus. Keinen Augenblick der Schwäche, kein menschliches Gebrechen oder Gefühl. Rationalität 24 Stunden lang. Kein Schlupfloch, kein Ausruhen, kein Entrinnen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts geißelte der amerikanische Romancier Theodore Dreiser die Industriemagnaten als Räuberbarone. In den 30ern kritisierte sein Kollege John Dos Passos den moralischen Verfall Amerikas durch die Konzentration des Reichtums. Ayn Rand stimmt dagegen einen ekstatischen Hymnus an, der die Multimilliardäre als Übermenschen in der Tradition Nietzsches feiert. Ein Gesicht, das kein Zeichen des Leidens, der Furcht oder der Schuld trug. Die Form seines Mundes drückte Stolz aus. Ja, mehr noch, es wirkte, als sei er stolz, stolz zu sein. Der Ausdruck gelassener Entschlossenheit und Sicherheit. Ein Blick, der weder um Vergebung bitten, noch je sie gewähren würde. Seine Augen hatten den dunkelgrünen Schimmer von Licht auf Metall. John Galt ist die mythische Figur des Romans.
der die Welt tragende Atlas, dessen Namen durch den Text geistert und der erst gegen Ende der über 1000 Seiten leibhaftig als Erlöserfigur auftaucht. Seine Biografie weist ihn als Kapitalisten des neuen Typs aus. Sowohl genialer Erfinder als auch erfolgreicher Unternehmer verdankt die Welt ihm einen Motor, der eine Art Perpetuum mobile darstellt. Aber er ist auch der Zerstörer, der der Gesellschaft seine Erfindung verweigert, weil sie ihn mit der sozialstaatlichen Umverteilung um die gerechten Früchte seiner Innovation bringt. John Galt ist der Prometheus, der sich anders entschieden hat. Nachdem er jahrhundertelang von den Geiern zerfressen wurde, als Lohn dafür, dass er den Menschen das göttliche Feuer brachte, hat er seine Ketten zerrissen und sein Feuer zurückgeholt. Bis zu dem Tag, da die Menschen ihre Geier zurückrufen werden. John Galt ist der Prototyp des Homo economicus, des ausschließlich an seinem Eigeninteresse orientierten Subjekts, das sich die klassische Wirtschaftstheorie als Akteur auf den Märkten vorstellt. Fast hat man den Eindruck, als habe sich die Theorie ihre eigene Wirklichkeit geschaffen. John Galt repräsentiert zugleich die kreative Klasse. Er ist das schöpferische Genie, das sich von allen Emotionen befreit, aus allen sozialen Beziehungen herauskatapultiert hat, die ihn hätten behindern können. Ein Workaholic, gestählt im permanenten Überlebenskampf. Steigerung der Produktivität als ausschließliches Ziel allen Handelns. Ich produziere Zeit. Ich arbeite an der Verbesserung meiner Verfahren. Jede Stunde, die ich einsparen kann, ist eine Stunde Lebenszeit zusätzlich. Früher brauchte ich 5 Stunden, jetzt schaffe ich es in 3. 2 Stunden weniger für eine Aufgabe, die ich in eine andere Aufgabe investieren kann. 2 Stunden mehr, in denen ich arbeiten kann, um weiter zu wachsen, um vorwärts zu kommen. Geschickt verkehrt Ayn Rand das Klassenkampfmotiv des Streiks in sein Gegenteil. In Atlas Shrugged sind es die Milliardäre, die streiken. Sie sehen sich als Opfer einer Gesellschaft, die ihren Höhenflug auf Normalmaß zurückstutzen will. Also ziehen sie sich zurück, lassen ihre Fabrikanlagen verfallen und verbarrikadieren sich in einem geheimen Eldorado in den Bergen Colorados. In Galt's Gulch leben sie in einer Art kapitalistischer Kommune, peinlichst darauf bedacht, dass niemandem etwas geschenkt wird. Die Welt draußen fällt in Chaos und Bürgerkrieg, weil ihr die Vitalität der kapitalistischen Elite fehlt. Schließlich führt die Erpressung durch die Reichen zum Ziel. Am Ende muss der amerikanische Kongress einen Verfassungszusatz verabschieden, der für alle Zeiten einen Eingriff in die Freiheit von Produktion und Handel verbietet. Wir sind an einem Wendepunkt angekommen. Uns droht eine wirtschaftliche Katastrophe ungeheuren Ausmaßes. Wir müssen endlich dafür sorgen, dass unser geniales Wirtschaftssystem wieder seine Wirkung entfalten kann. Zum ersten Mal in der Geschichte war es Menschen erlaubt, durch den Erfolg anderer auch den eigenen Reichtum zu steigern. Unser Ziel ist es, den Reichtum der Nation zu vermehren, damit alle mehr haben, nicht nur eine Umverteilung dessen, was wir schon haben, was einem Teilen des Mangels gleichkommt. Ayn Rand warnte ihre Anhänger vor dem Republikaner Ronald Reagan. Er war ihr zu religiös, zu kompromissbereit. Rückblickend aber markiert er den historischen Wendepunkt, den die streikenden Millionäre erreichen wollten. Ayn Rand erlebte es nicht mehr, aber Reagan wurde zum großen Liquidator des sozialstaatlichen Erbes Franklin D. Roosevelts. Die galoppierende Inflation Ende der 70er Jahre gab ihm die Möglichkeit, das Ruder herumzureißen. 30% weniger Steuern für die Reichen, ein radikaler Rückbau staatlicher Regulierung und drastische Kürzungen der Sozialausgaben. In den Jahrzehnten nach Ayn Rands Tod wurde das neoliberale Denken zur alles dominierenden amerikanischen Ideologie. Zentrales Element, die sogenannte Trickle-Down-Economy. Die Vorstellung, dass es den Reichen gut gehen muss, damit es allen gut geht. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We read everywhere essentially down by 4-5%. Mit der Parole Ayn Rand hatte recht, protestieren Teile der republikanischen Rechten 2009 gegen die Bankenrettung Obamas. Während der US-Kapitalismus in seine schwerste Krise seit 1929 schlittert,
erstarkt die Tea Party, eine Protestbewegung, die sich in der Tradition der Söhne der Freiheit sieht, die 1773 in Boston die Rebellion gegen die englische Krone anführten. Abrupt steigen die Verkaufszahlen der Bücher Ayn Rands. Die Teabags und die Libertarians sehen in der Finanzkrise eine Bestätigung ihrer düsteren Prophezeiungen vom tragischen Ende des Sozialstaats. Die Vorstellung von der Zweiklassengesellschaft hat sich tief eingebrannt ins kollektive Bewusstsein der USA. Eine hart arbeitende, produktive Elite steht nach dieser Überzeugung einer passiven Mehrheit gegenüber, die durch Steuern und soziale Transferleistungen die Produktiven um die Früchte ihrer Arbeit bringt. Selbst die Demokraten sind inzwischen dem Charme der Creative Class erlegen. Für den Historiker Thomas Frank ist die Demokratische Partei zur Interessenvertretung einer vermögenden und gut ausgebildeten 10%-Elite geworden. Sie wollte nicht länger die Partei der Mittelklasse sein. Sie wollte zur Partei der wohlhabenden Freiberufler, der Manager, Ingenieure, Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte, Finanzstrategen werden. Das hat in den 70ern begonnen und erreichte einen ersten Höhepunkt unter der Präsidentschaft Bill Clintons. Parteistrategen sprachen von der natürlichen Allianz zwischen den Demokraten und Wall Street. Wall Street. Das war für sie der Ort, wo die kreative Klasse aufblühte, wo in Harvard ausgebildete Top-Experten wahre Wunder vollbrachten, wo Reichtum aus dem Nichts erschaffen wurde. Die Clintons, Obama, alle waren sie daran beteiligt. Das ist die Hauptursache, warum die wirtschaftliche Ungleichheit so völlig außer Kontrolle ist. Es gibt in diesem Land keine Partei, die sich wirklich für die arbeitende Klasse einsetzt. Der Erfolg des Donald Trump erklärt sich durch dieses Gefühl vieler Amerikaner, dass sie im geschlossenen politischen System Washingtons keine Stimme haben. Ausgerechnet eine der Heldenfiguren Ayn Rands, ein Milliardär, der stolz darauf ist, dem Staat die Einkommenssteuer zu verweigern, gibt vor, die Interessen der im Stich gelassenen zu vertreten. Er ist ein vergoldeter Clown, aber er stellt eine Reaktion auf die enorme wirtschaftliche Ungleichheit dar. Das ist die Konsequenz der Deindustrialisierung. Die Demokraten laufen herum und feiern die Innovationsmaschine der Internetindustrie, aber die Mittelklasse schrumpft. Löhne stagnieren. Der Anteil, den die Mittelklasse heute am Bruttosozialprodukt hat, ist der geringste seit dem Zweiten Weltkrieg. Für viele wurde das Versprechen des American Life endgültig gebrochen. For a lot of people, the promise of American life is over. It's gone.